Hey, Miles. Bist du okay? Ja. Warum fragst du? Oh, die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Café auf der Edison, beim Fisk Tower. Die haben zwar keinen tollen Milchschaum, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Okay, wir treffen uns da. Okay, ich werde mich bei gefährlichen Kriminellen einschleichen. Cool, cool. Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Spider-Man Miles Morales. Das letzte Mal haben wir mit unserem Onkel Aaron, der ja der Prowler ist, einen Nuform-Reaktor zerstört. Und beim Underground einsteigen. Genau, und die haben schon einen ganz neuen Plan hier ausgeheckt. Von dem her schauen wir mal, wie das gleich funktionieren wird. Und dafür müssen wir einmal hier am Central Park vorbei, um darüber nach Hell's Kitchen zu kommen. Dann würde ich sagen, nehmen wir auf dem Weg noch hier diese Zeitkapsel mit und vielleicht die beiden Underground-Kisten. Das bietet sich gerade so an. Und dann bin ich gespannt, ob der Plan aufgeht, weil sich bei jemandem so heimlich einzuschleichen, wie Onkel Aaron das vorgeschlagen hat, ist, glaube ich, nicht ganz so die beste Methode. Zumindest könnte sie auch zu großen Problemen führen zwischen Miles und Finn. Also schauen wir mal. Wir fanden, dieses Museum sieht richtig cool aus. Hier hat das Verstecken der Kapsel richtig Spaß gemacht. Ah, deswegen ist die da irgendwie drin an der Wand. Oh ja, die hängt hier wirklich dazwischen. Jackpot. Ein platter Fußball. Okay. Es gibt Neuigkeiten, Freunde. Das Asyl Feast Nord in Harlem schließt seine Tore. Warum, ist nicht ganz klar, aber es soll aufgrund eines Wasserschadens unbewohnbar sein. Wenn ihr Geld spenden könnt oder Zeit, Decken, Nahrungsmittel, würdet ihr den Menschen, die in Not geraten, wirklich helfen. Heutiger Rat? Eine Papierschicht am Boden des Mülleimers saugt Flüssigkeiten auf. Zum Beispiel ein Buch von J. Jonah Jameson. Okay, bye. Danica ist echt witzig und auch sehr nett. Von dem her finde ich den Vorschlag gar nicht so blöd. Aber schade, dann ist ja ein Feast-Center weniger hier in New York. Und da ist auch schon die Kiste. Sehr schön. Das kann man gut verwerten. Die nächste ist direkt drinnen im Central Park, aber auch nicht so weit weg. Hey! Okay. Ich dachte, der wollte sich schon beschweren. Nein, es ist schon etwas kalt hier. Jemand meldet einen Überfall auf eine Spendenbox. Schon wieder? Oh Mann. Schön, dann haben wir die auch eingesammelt. Die suchen sich aber auch immer die skurrilsten Orte dafür aus. Wollen aber verdächtig viele Leute spenden. Könnt ihr bitte weiter böse Vermieter ausrauben? Nein? Oh. Misch dich bloß nicht ein, Spider-Man! Sie hat er uns gefunden! Mal sehen, ob du kämpfen kannst! Na, ich glaube schon. Boah, diese Moves. Die hauen so rein und es sieht auch immer so gut aus. Also besser wie Spider-Man Remastered. Du bist kleiner als der andere Typ. Da freut man sich schon sehr auf den zweiten Teil.
Und ich glaube, im zweiten Teil kann man dann noch irgendwie Venom spielen. Also ich bin mal gespannt, ob man dann zwischen den drei Charakteren wechseln kann. Zwischen Spidey, Miles und dann Venom. Spider-Man rettet Weihnachten. So, es ist richtig. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Keine Ursache. Wie weit ist die Zeitkapsel noch weg? Nee, lasst uns erstmal da hoch aufs Dach. Das ist jetzt etwas wichtiger. Gut, dass du angerufen hast. Ich brauchte echt eine Pause. Wovon? Oh, nur so. Also, ich war bei eurer alten Werkstatt. Dachte, du wärst vielleicht da. Es sah so aus, als hätte da kurz vorher ein Kampf stattgefunden. Ich ging rein und sah mich um. Ich weiß das mit Rick. Es tut mir so leid. Was hast du noch gefunden? Ich will dir helfen. Aber du musst mit mir reden. Es tut mir leid, dass deine Mom verletzt wurde. Wäre der neue Spider-Man nicht aufgetaucht, wäre niemandem was passiert. Bitte versuch nicht, mir das auszureden. Ich weiß, was ich tue. Okay. Gut. Also, das ist mein Geheimnis. Deshalb hatte ich keine Zeit. Und deine Entschuldigung? Tja, also, Schule. Ich helfe bei Feast. Sowas hast du doch schon immer gemacht. Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund ist, ich habe in letzter Zeit mehr Aufgaben übernommen, als ich bewältigen kann. Für Freunde war keine Zeit. Aber ich will das ändern. Vielleicht kann ich in dein Club, Bande, Team? Ich weiß nicht. Also Rick war... Er war der Beste. Ich verstehe, warum du das machst. Wenn du Hilfe willst, bin ich dabei. Wenn nicht, keine Angst. Ich verrate dich nicht. Du bist ein guter Freund, Miles. Okay, gehen wir. Wohin? Du weißt, dass ich Höhen nicht mag. Du schaffst das. Ich passe auf. Du wirst dich dem Underground beweisen müssen. Ich erklär's dir, wenn wir beim Fisk Tower sind. Ihr nutzt die Büros von Kingpin als Versteck? Als er im Knast war, haben die Feds alles beschlagnahmt. Sie haben es bisher nicht verkauft, also zogen wir ein. Wie wurdest du in das alles verwickelt? Der Underground, Tinkerer. Tinkerer ist eine Anspielung, weil ich alles baue. Die Masken, Waffen... Programmierbare Materie! Genau. Der Underground wollte Großvaters Laden ausrauben. Sie haben meine Arbeit gesehen, wir machten einen Deal. Ich weiß, du willst Krieger. Aber was haben sie davon? Außer Waffen. Bekanntheit. Sie wollen so berüchtigt werden, dass sie mit allem davon kommen. Das ist okay für dich? Allein komme ich nicht gegen Roxxon an. Komm schon.
Du musst vom Kran auf den Balkon springen. Beweisen, dass du furchtlos bist. Die sehen zu? Durch die Fenster. Du musst das machen. Na los, du schaffst das. Ich muss das schaffen, ohne mich zu enttarnen. Na los, Miles, gib dir Mühe. Hab dich. Bin ich jetzt offiziell Clubmitglied? Klar. Aber pass auf. Die Leute hier mögen Neue nicht besonders. Hier ist es, wo sich alles zusammenfügt. Also dein Plan. Wie passt Nuform da rein? Krieger sagt, du hast eine Lieferung geklaut. Das war ein Kanister. Ich mache ein paar Anpassungen. Denk nicht drüber nach. Gewöhn dich erstmal ein. Gut. Gut, du bist wieder da. Geh zu Gavin. Nicht jetzt, wir haben einen neuen. Okay. Oh Mann. Hast du die gebaut? Ja. Solange sie neue Waffen bekommen, bleibt der Underground loyal. Ein Schwert aus programmierbarer Materie? Neue Feinde, neue Lösungen. Du meinst Spider-Man, richtig? Die schlechte Nachricht der Woche. Sie geht mir die doch nicht nach unten, oder? Wie oft muss ich Ihnen das noch erklären? Miles, ich muss mich kurz um was kümmern. Warte hier, okay? Okay, klar. Das ist schon ziemlich cool. Das ist meine Chance. Ich muss rausfinden, wo sie das Nuform lagert. Vielleicht finde ich hier ein paar Hinweise. Wobei ich echt keine Lust habe, gegen die zu kämpfen mit den Schwertern. Junge, wie das hier aussieht. Der Underground ist jetzt viel stärker. Huch, Fisk. Ich brauche Infos dazu, wo das Nuform gelagert wird. Erzählt er, dass Nuform kämpfen kann. Oh je, Dämonenmaske. Ist das von Martin Liesleuten? Ja, Trophäen. Wir müssen Dominanz zeigen, wenn wir Fisk ersetzen und New York regieren wollen. Schön, unsere Namen weiß. Die sind gut trainiert, wenn sie die Dämonen erledigt haben. Aber wo trainieren sie? Ist schon komisch, dass er jetzt jemanden in einem Filter braucht. Oh, das würde Fisk nicht gefallen. Er hatte hier überall Verstecke und Falltüren. Kein Problem für uns. Der Fisk Tower gehört jetzt uns. Geheimräume. Ein gutes Versteck für tödlichen Brennstoff. Jetzt wird uns jeder hier an den Kragen wollen. Mehr sag ich ja gar nicht. Alter, es lief nicht gut. Uns kannte doch keine Sau. Die kenne ich doch. Eine Vorratskiste? Ja, irgendein Arschloch beklaut uns. Und die Vitamin oder so. Das wird spannend. Roxxon hat keine Chance gegen unsere neue Ausrüstung. Oh je. Jetzt müssen wir auch noch auf Minen aufpassen. Ach du meine Güte. Ganz schön viel Geld. Unten ist noch mehr. Der alte Knacker finanziert uns quasi. Ob er will oder nicht. Unten ist noch mehr. Hört sich gut an. Da drüben ist auch noch so viel. Wow. Weißt du, ich hasse Spider-Man, seit er damals nichts gegen den Teufelsatem getan hat. Und der Neue ist genauso blöd wie der Alte. Toll.
Seit der Brücke ist der Underground in aller Munde. Und das ist auch gut so. Ich finde, wir sollten an unserem Beruf arbeiten und nicht diesen Uniformmist rumschleppen. Endlich beachten uns die Leute. Rumschleppen? Vielleicht ist es jetzt hier. Vielleicht nutzen sie Fisks Geheimräume im Erdgeschoss. Die Pause ist vorbei, Leute. Gruppe 2, nach unten zum Training. Klingt, als sollte ich dahin. Der Underground ist jetzt viel stärker. Ich muss Genki informieren. Hätte nie gedacht, mal sowas zu haben. Wem schreibst du da? Meiner Mom. Ja, sie braucht mich zu Hause. Ernsthaft? Jetzt? Ja, sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass... Danke. Da drüben ist der Ausgang. Kommst du bald wieder? Definitiv. Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. Genki, ich bin in der Lüftung. Klasse! Hast du rausgekriegt, wo sie das Nuform verstecken? Noch nicht. Aber Finn ist in Richtung Keller. Ich werde versuchen, ihr zu folgen. Hey, wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und summst spannungsgeladene Musik vor dich hin? Und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken hängt und du aus Kaugummipapier eine Bombe bastelst? Warte, was? Nein. Cool. Reine Neugier. Genki ist schon sehr witzig. Ja, dann schauen wir mal, ob wir den Reaktor finden. Okay, ich bin im Atrium. Ich muss ein paar Underground-Trainingseinheiten beenden. Dann suche ich nach einem Geheimraum. Oh, wow. Ich glaube, wir sollten erstmal ein paar markieren. Hier sind wirklich viele, aber natürlich kann man halt so ein super großes Gebäude für sowas auch nutzen. Da drüben war noch ein Sniper. Oh Gott. Und da sind ja noch mehr. Wir müssen erstmal die hier oben ausschalten. Okay, das klappt doch erstmal noch ganz gut. Stimmt, zur Not können wir uns auch immer noch unsichtbar machen. Die zwei stehen irgendwie so nah beieinander. Das gefällt mir nicht. Ja, und die anderen? Ich glaube, gegen die müssen wir so kämpfen.
Anscheinend helfen die Masken nicht so sehr. Der da hinten sieht uns. Oh schön, wir haben sie aufgeschreckt. Und die letzten paar haben uns noch gesehen. Steht er wieder auf? Nein, okay. Bis jetzt nur zwei. Okay. Noch immer keine Spur von Finn. Sie muss ja irgendwo hin sein. In einem Interview sagte Fisk mal, er liebe Kunst, die einen Zweck erfüllt. Was soll das heißen? Keine Ahnung, aber man hat auch Geheimgänge bei ihm entdeckt, die hinter Kunst versteckt waren. Also... Ja, verstanden. Ich suche ja. Oh, sehr guter Tipp. Ach ja, seine schönen Samurai-Statuen. Ich glaube, ich hab was. Oh, Geheimtreppe. Ich habe das Gefühl, die müsste in unsere Richtung gucken, aber okay. Ganz schön tief. Viele Gangsterbosse haben solche Geheimausgänge. Vielleicht wollte Fisk den nutzen, als der andere Spider-Man hinter ihm her war. Ein schnellerer Aufzug wäre gut gewesen. Vielleicht wäre er dann entkommen. Setz den Superschurken bloß keine Ideen in den Kopf, ja? Hast du gerade den Lärm aus dem Atrium gehört? Muss ja eine höllische Training sein. Ich weiß, du willst nicht mit ihr überlegen, aber seit der Brücke sind drei Leute krank. Drei! Wir wissen, wie gefährlich du vorm ist. Du wusstest doch, dass es gefährlich wird. Das war ja der Deal. Aber wenn wir auch krank werden... Wenn du es nicht packst, kannst du ja gehen. Im Underground haben wir keinen Platz für Schwächlinge. Hast du gehört? Das Nuform macht auch den Underground krank. Die sind so... kaltschnäuzig. Hier! Fang! Ist das Nuform verstaut? Ist es sicher? Ja, im Labor statt aufwärts. Genki, das Nuform ist weg. Wir wissen nicht, ob der Kanister sicher ist. Er war heiß, vibrierte, als wäre er instabil. Das war der neue Spider-Man. Seine Kräfte ändern die Struktur. Niemand darf das Zeug anfassen. Ihre Verstecke.
In einem muss das Nuform sein. Ich brauche ein besseres Bild. Dann kann ich es eingrenzen. Wir wissen nicht genug über das Zeug. Was es ist, woher es stammt. Mein Bruder hat es entwickelt. Chefchemiker. Und Roxxon brachte ihn um. Ich höre nicht auf, bis Roxxon untergeht. Seid ihr dabei? Das weißt du doch. Gut. Ich brauche Strom. Generatoren, Autobatterien, alles, was ihr findet. Bringt alles ins Theater. Mist, da kommen die Schwerter schon zum Einsatz. Underground-Schwertgegner weichen Venom-Schlag aus und packen dich in der Luft. Setze Venom-Sprint ein, um sie verwundbar zu machen. Venom-Sprint? Wow. Ist das ein neuer Move? Keine Ahnung, was das war, aber es hat funktioniert. Okay, mach dein Ding. Ich sehe mir die Karte an. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Ich schock dann mal weiter. Ach ja, nicht in die Luft. Wie cool. Ah, noch mehr. Endlich kann ich in Gangsterhöhle kämpfen von meiner Liste streichen. Ist das mega. Ich habe das Foto von der Karte bereinigt. Der Underground scheint in alten Fisk-Baustellen zu hausen. Toll, auch in denen müssen wir jetzt aufräumen. Ah. Alles klar. Ist noch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Du hast es gesagt. Das müsste das Gem Theater sein. Klingt, als hätte sie das Nuform da versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du zuerst zu den Underground verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Cool. Ich setze die Verstecke auf meine To-Do-Liste und melde mich, wenn ich beim Theater bin. Und ich versuche weiter rauszufinden, warum Speed Nonagon dauernd abstürzt. Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Ich habe also noch Zeit für App-Anfragen oder irgendwelche anderen Sachen. Mhm. Oder zum Beispiel diese 9 Verstecke. Aber wenn wir schon mal hier unten sind, dann können wir uns auch da so rüberarbeiten. Yay, und ein Level up, Stufe 11. Hm. Schon wieder 2 Fertigkeitspunkte. Sagst du meinem Kind hallo? Ja. Können wir auch einmal gucken, ob wir die ausgeben können. Aus dem Nichts, Venom-Schlag verursacht getarnt zusätzlichen Schaden. Oh, mega. Venom-Sprint-Schleuder. Drücke X beim Landen auf einem Gegner während einem Venom-Sprint, um Gegner mit einem kostenlosen Venom-Sprung in die Luft zu schleudern. Das ist auch cool. Ich glaube, das will ich erstmal haben. Und dann einmal rüber zu der Zeitkapsel dort. Sie erinnern sich an Wilson Fisk, nicht wahr? Der sogenannte Kingpin des Verbrechens. Offenbar genießt er seine 5-Sterne-Zelle, die größer ist als Jareds Wohnung, während seine Rechtsanwälte an seinem Freispruch arbeiten. Aber anscheinend gibt es doch noch Gerechtigkeit auf der Welt. Denn neue Recherchen des Daily Bugle haben ergeben, dass in seinen verlassenen Fisk... Huh? Oh,
Ja, anscheinend soll sein Fisk Tower abgerissen werden. Interessant für den Underground hier. Oh je, das sind die Leute von Roxxon. Danke fürs Mitnehmen, Kilo 1. Ergib dich! So. Kilo 1 greifen das Ziel an. Bereitet den Transport vor. Habt ihr denn echt nichts Besseres zu tun? Hab ich dich! Macht ihr hier Ärger? Schöner Move. Richtig schnell auch. Das hat ihn, glaube ich, nicht interessiert. Daneben so. Roxxon 0, Spider-Man. Hab den Überblick verloren. 1, würde ich sagen. Ja, wobei, ich weiß nicht, wie viel der Reaktor zählt. So, wir müssen irgendwie hier hoch. Ja, am besten an den Roxxon-Leuten vorbei. Ja, schon besser. Aha. Ausgedruckte Moleküle. Sehr schön. Und dann einmal so rüber. Oh, das Licht sieht gerade so schön aus hier in der Abendsonne. Schönes verschneites New York. Raft-Sträflinge rauben gerade einen Laden aus. Ach ja, die sind auch noch auf freiem Fuß. Da ist die Kiste auch schon. Ich brauche das dringender als ihr, Underground. Sagen wir denen auch mal hallo. In dem Laden. Sieht nach einem Überfall aus. Lassen Sie mich dann gehen. Ich bin doch nur... Verdammt, wir hätten aus der Stadt fliehen sollen. Für euch geht's wieder zurück zu euren Freunden auf der Insel. Der Move gefällt mir. Ich schlag ihm den Kopf ab. Das war's wohl mit den Häftlingen. Das Kämpfen fühlt sich einfach so gut an. New York, wir haben Glück, dass es dich gibt. Die Cops brauchen das als Beweismittel. Hoffe, die Netze stören nicht. Nein, ich denke nicht. Sollen wir dann hier auch noch reingucken? In dieses Versteck dort. In dieser Stadt gibt es wohl doch. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, das ist der Turm. Hallo Freunde, willkommen beim Danicast. Vielleicht. Oh. Hey Miles. Ich sagte doch, dass ich jemanden kenne, der zum Underground recherchiert. Hier ist sie. Hi, Spider-Man. Ich bin Danica Hart. Ich plane eine Podcast-Reihe über den Underground. Dein Techniker sagt, du könntest Hilfe gebrauchen. Oh, wow. Ich bin ein Riesenfan. Tatsächlich bin ich gerade in einem ihrer Verstecke. Irgendwelche Tipps? Du bist ein Fan? Wow. Okay. Sorry. In ihren Verstecken sind Störsender, damit die Polizei sie nicht findet. Wenn du sie deaktivierst, schicke ich die Polizei, um sie auszuheben. Wird gemacht.
Danke für die Hilfe, Danica. Interessant. Das ist echt süß, dass die beiden so Fans voneinander sind. So, wie fangen wir an? Ich würde sagen, direkt einmal rein. Verteilen wir erstmal ein bisschen Venom-Schocker. Oh je. Ist halt was Besonderes, Miles. Hey Spider-Man, ich hab die Adresse mal gegen ein paar Underground-spezifische Parameter gecheckt. Das war mal ein Tombstone-Versteck. Wow, wie hängen die zusammen? Die Underground- und Tombstones-Leute haben ein paar Dinger gefunden. Überfälle, Raub, Autos. Das war vorbei, als der Underground einen von Tombstones-Leuten gefunden. Der Underground hat überlebt. Bis Tinkerer auf den Plan trat. Ja, und da war Tombstone bereits im Knast. Also könnten sie hier problemlos einmarschieren. Du bist tot! Weg mit dir. Das hat hiermit jetzt nichts zu tun, aber hast du einen Tonmann, der deine Intro-Musik macht? Ich war mal sehr kurz mit jemandem zusammen. Der hat mir den Einspieler geschrieben, bevor wir uns getrennt haben. Oh, wenn du mal jemanden brauchst, der deine Beats mischt, kenne ich da jemanden. Das wäre fantastisch. Ich bin nämlich echt unmusikalisch. Die Sniper sind echt gefährlich. Jetzt müssen wir uns nur irgendwie heilen. Der ganze Haufen dort. Er ist hier. Nicht leichtsinnig werden. Yo, James, wie läuft's? Hat wer James gesehen? Sieh mal jemand nach ihm. Verstanden. Ich check das. Ich finde das cool, dass man durch das Tarnen sozusagen so einen aktiven Kampf einfach wieder resetten kann. Ja!
Okay, dann jetzt den Störsender. Ich sollte die Kabel mit dem Anzug verfolgen können. Da unten. Das heißt, der ist irgendwo da draußen. Ach so, wir können das hier einreißen. Ah, ich verstehe. Und war's auch nicht. Der Störsender. Das sind Trophäen von den Kämpfen gegen Tombstone. Bisschen übertrieben. Eins von Tombstones Bikes. Natürlich mit fettem Auspuff. Zumindest glaube ich, dass das einer ist. Haben die Puppen sich bewegt? Aua. Das Versteck gehört uns! Das nimmt uns nicht weg! Keine Puppen mehr sehen. Hey, jetzt kann man das Versteck wieder orten. Okay, ich sag der Polizei Bescheid. Cool. Ich verfolge mal die Tombstone Underground-Verbindung für meinen Podcast. Ich sollte los, bevor die Polizei kommt und hier alles mit Flatterband absperrt. Das stimmt. Schnell weg hier. Okay, mal sehen, ob Finn das Blueform im Gem Theater versteckt hat. Wenn ich herausfinden kann, was Finn mit dem Nuform vorhat und es ihr wegnehmen kann, wird's ein guter Tag. Genau, und da würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao. Hey Danny-Fans, dies ist meine vierteilige Reihe Underground-Nachrichten. Spider-Man hat ein Underground-Versteck in der Upper East Side ausgehoben und ich habe Beweise gefunden, dass sie früher mit Tombstones Gang kooperiert haben. Ja, genau. Richtig gehört. Sie haben zusammengearbeitet, bis der Underground einen von Tombstones Leuten tötete. Es folgte eine blutige Fehde. Der Underground war hoffnungslos unterlegen. Als Tombstone ins Gefängnis wanderte, wurde Tinkerer kurze Zeit später der Kopf der Bande und sorgte für den Nachschub. Weitere Details findet ihr auf dem Blog. Bis zum nächsten Mal und verrichtet wichtige Arbeit zwischen 14 und 15 Uhr. Im Ernst, da seid ihr am fittesten. Bis dann!